Hallo, meine Freunde der deutschen Community. Ich melde mich mal wieder zurück, auch sprachlich. Ich habe es endlich geschafft. Nach, naja, nun gut, knapp einem Jahr, gut einem Jahr, wo ich verzweifelt versucht habe, einen Sturmringer zu machen. Wie ihr wisst, ist das, ja, mittlerweile nicht mehr die seltenste Narbe, aber auf jeden Fall einer der seltensten Narben überhaupt. Mittlerweile ist es halt so, dass auch generell viele YouTuber Stormbringer am laufenden Band produzieren. Nun auch endlich habe ich es geschafft. Natürlich mit viel Hilfe und Unterstützung diverser Spieler wie Storm Tower. Grüße gehen auch raus an Kaiser Riegel. Das sind so die Leute, die mich sehr unterstützt haben, was Fragen zu Narben betrifft. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich erzähle euch ganz kurz, was ich machen musste, um einen Sturmbringer machen zu können. Und zwar musste ich einen komplett neuen Spielstand anlegen, bei dem es unabdinglich wichtig ist, den kompletten Akt 1 durchzuspielen, ohne dass Orks, die ihr tötet, den Tod überlisten. Das schafft ihr, indem sie vom Karagor aus enthauptet werden. Dafür ist es wichtig, dass ihr dann halt vom Karagor aus die Hinrichtung vollzieht, die frontal geschehen muss. Also ihr müsst frontal auf den Uruk zulaufen und den dann mit der Lanze im Prinzip enthaupten. Jede andere Tötungs- oder Hinrichtungsart birgt die Gefahr, dass der Ork dann später nach Akt 1 im Akt 2 dann halt den Tod überlässt und wiederkehrt. Und für den Sturmbringer ist es wichtig, dass es die zweite Narbe ist, dass es die erste Narbe ist, die ihr im Spiel bekommt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das auch klappt mit dem Sturmringer. Okay, also ihr spielt den Akt 1 durch. Wenn ihr im Akt 2 angekommen seid, spielt ihr erstmal komplett die Karnen-Missionen durch. Und ich habe dann auch gleich noch die Bruce-Mission abgeschlossen, habe das auch verbunden. Wichtig ist auch hier, es darf niemand den Tod überlisten. Entweder rekrutiert ihr die Uruks oder ihr könnt sie auch beschämen, in eure Garnison packen, wenn sie zu hoch sind, oder ihr macht das halt mittels, ihr rekrutiert die halt mittels HWE. Das funktioniert mittlerweile ganz gut. Ja, wenn ihr dann die Karne-Mission und die Bruce-Mission durchgespielt habt, braucht ihr einen Uruk. Vielleicht habt ihr einen in eurer Garnison oder ihr spielt einfach hier auf Englisch und schaut, dass ihr die Voice bekommt, die wichtig ist, um einen Sturmbringer zu kriegen. Die Stimme muss genauso klingen wie diese hier von diesem Sturmbringer. Wenn ihr das dann gemacht habt, wird's dann, ja, geht's dann ans Eingemachte. Also ihr habt euren Ork mit der benötigten Stimme, die ihr braucht. Und genau, ich habe im Armeemenü noch aus der Garnison eine Maschine positioniert und beim ersten Anlauf habe ich ja eine Klaue bekommen, eine Claw. Das ist natürlich dann unglücklich. Also habe ich das Ganze normal probiert und habe mir dann gleich von Anfang an zu der Maschine noch eine Klaue aus meiner Garnison ins Armeemenü gestellt. Somit ist die Chance noch geringer, dass ihr eine andere Narbe bekommt als den Sturmbringer. Also in meinem Armeemenü waren dann eine Maschine und eine Klaue. Ja, dann das ganz normale. Ich habe meinen Köder, den ich hier habe, mein Pestköder, ist ja ein Verschnitt, mit der Stimme des Nachtbringers. Das ist nämlich die Stimme, die ihr braucht für den Sturmbringer. Den habe ich zweimal getötet.
Nee, Quatsch, ich habe mich zweimal töten lassen, dreimal töten lassen, glaube ich sogar. Und dann habe ich ihn mit der Hinrichtungsart beide Arme abschlagen, ja, getötet. Ist auch wichtig, dass es die Hinrichtungsart ist, beide Arme abzuschlagen. Ja, dann ganz normal auf meine Festung geportet und dort 35 Minuten gewartet. Ich stelle mir dann immer einen Timer auf meinem Handy, warte 35 Minuten und es hat geklappt. Siehe da, ich habe meinen Sturmringer. Wichtig war mir, dass ich einigermaßen an das Originale rankomme und mir halt dann als Vorlage den Manhunter, den Menschenjäger, besorge bzw. warte, bis einer spawnt aus meinen Decoys, weil nur dieser hat diese Original-Sturmringer-Maske. Natürlich vom Dunkelstamm, dass das auch nachher mit dem Handschuh dann alles hinhaut zu dem Schwert. Und ich finde, ja, der Sturmringer, der ist geil geworden, mir gefällt er. Und jetzt werde ich mich dran setzen und diesen über die nächsten Tage halt trainieren, in der Hoffnung, dass ich auch einen starken Sturmbringer als Endresultat haben werde. Ja, wenn der fertig ist, werde ich euch den dann auch nochmal zeigen. Ja, das war es erstmal von meiner Seite aus. Und ich hoffe, ihr habt einiges verstanden. Und wenn nicht, dann ja, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche drauf zu antworten. Dann bin ich erstmal so weit raus, meine Freunde. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten. Schöne Weihnachtszeit. Und dann erstmal bis demnächst, sagt euer Fadenmann. I can see it in your eyes. Now that you've finally beaten me, you aren't just gonna kill me. You're gonna make me suffer first. Aren't you? Now you know what is needed to defeat a monster. Show me what you know! Make sure you finish me off, or you'll regret it. My claw! Perhaps you don't recognize me, because now I have a claw where my hand used to be. You took one of my bits. Now I'm gonna take one of yours.
See it in your eyes. Now that you've finally beaten me, you aren't just gonna kill me. You're gonna make me suffer first. Aren't you? You thought me defeated because you took from me what? A few measly pounds of meat and bone. My flesh is made anew. I am made anew. Strengthened. Reborn. As you shall be, brother, once I've extinguished your light. Noruk. Stakuga.
Kuga. Normal.